Der ORF berichtete jüngst in Südtirol heute über die Plakatkampagne der Südtiroler Freiheit zur ausufernden Kriminalität im Iran. Es ist sehr bedauerlich, dass dabei die zahlreichen Gewalttaten im Iran völlig heruntergespielt wurden. Außerdem wurde der Bericht so zusammengeschnitten, um ein falsches und tendenziöses Bild zu erzeugen. Grüne, SVP und linke Medien wollen das Problem offensichtlich nicht sehen. Die vielen Messerstechereien, Schlägereien, Diebstähle, Prügeleien und Vergewaltigungsversuche in den letzten 4 Jahren sprechen aber für sich. Sie glauben mir nicht? Dann kommen Sie mit mir. Hier im Marconi Park wurde versucht, eine Frau zu vergewaltigen. Hier wurde der Besitzer der Bar Darling verprügelt und schwer verletzt. Hier in der Freiheitsstraße wurden Jugendliche brutal zusammengeschlagen. Hier wurde ein Tourist ausgeraubt. Hier direkt neben dem Rathaus wurden Passanten brutal angegriffen. Hier im Bahnhofspark kam es zu schweren Messerstechereien und Mordversuchen. Hier auf der Promenade wurde eine junge Frau belästigt und zusammengeschlagen. Hier unter den Lauben wurde eine Ladenbesitzerin ausgeraubt und verletzt. Hier wurde ein Pensionist am Bankomatschalter ausgeraubt. Hier auf dem Theaterplatz wurden 4 Personen bei einer Messerstecherei verletzt. In der Notaufnahme des Mirana Krankenhauses wurde ein Pfleger von 2 Männern brutal zusammengeschlagen und erheblich verletzt. Hier mitten auf der Promenade hat ein Afghane mehrere ältere Menschen mit der Faust voll ins Gesicht geschlagen und versuchte, sie auszurauben. Hier wurden mehrere Personen Opfer von Taschendieben. Auch hier in der Nähe des Passaia-Tors wurde versucht, eine Frau zu vergewaltigen. Einige Barbetreiber im Iran und Anwohner in Sinich mussten sogar private Sicherheitsdienste anstellen. Und das alles sind nur einige Fälle bzw. jene, die an die Öffentlichkeit kamen. Die absolute Mehrzahl der jüngsten Gewalttaten im Iran gingen von Ausländern aus. Die Statistiken auch im Rest des Landes zeigen, dass Ausländer deutlich öfter straffällig werden als Einheimische. Laut ASTAT waren im Jahr 2019 50,2% aller Tatverdächtigen Ausländer. Das sind Fakten und so darf es einfach nicht mehr weitergehen. Wir setzen uns dafür ein, dass die Ordnungskräfte mehr Präsenz zeigen, besser koordiniert werden. Wir stehen für eine bessere Einbindung der Jugenddienste zur Gewaltprävention. Wir sind für eine bessere Videoüberwachung und für eine konsequente Verfolgung der Täter. Wir vertreten zudem die Meinung, dass kriminelle Ausländer umgehend abgeschoben werden müssen. Die Iraner haben ein Recht auf Ordnung und Sicherheit. Der politische Stillstand im Iran muss endlich beendet werden und unsere Stadt wieder in die richtige Richtung bewegt werden.